So, meine lieben Leute, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Girls X Battle Deutsch. Natürlich haben wir das große Glück, dass wir gerade in so einer Weihnachts-Update drin sind gerade quasi. Ja, komm, lock dich doch ein. Ja, genau. So, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe es natürlich soweit schon mal fertig gemacht, damit wir spielen können. Glaube ich zumindest. Und keine Ahnung. Es gibt so, ich hoffe nur nicht, dass es irgendwas Schlimmes ist. So, hier haben wir denn. Junge, ein Fehlschlag im Finale hat keinerlei Einfluss auf Nathans Beliebtheit, weil er hübsch ist. Okay, natürlich ist er das. Okay. Aber dieses Mal habe ich die Hauptfigur, ein Genie, das hübscher ist. Okay, bin ich gespannt. Juhu, wer wirft denn da mit Eiern? Ich melde mich in der Schule an und muss cool dafür aussehen. Okay, und die Schule ist die, die auch Nathan besucht. Ich werde Nathan und Jacob auf jeden Fall besiegen und an der Spitze zu bleiben. Vielleicht, wahrscheinlich, bla bla bla. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Woher kommt der Ton? Und den machen wir erstmal leiser. Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Oh. Oh, Mädchen erhalten. Oi, 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 oi. Wir haben hier Poseidon. Poseidon meldet sich zum Dienst. Warte mal, ist das nicht meine Show? Meister, endlich! Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich habe da mal irgendwie aus dem Trailer gesehen. Ich schneide ja auch manchmal Videos mit dem Handy. Und ey, das ist der Hammer. Da dachte ich auch, oh Gott, was ist das? Oh, Inka kommt schon wieder, das ist irre. Pass auf, Leute, wir unterbrechen das Ganze mal. So, liebe Leute, willkommen zurück zu Girl X Battle Deutsch. So, scheiße, wie ist mein Sound? Ach, Inka hat schon wieder, wisst ihr was, Leute? Inka hat schon wieder gepuzzelt bei I Am Innocent und verstellt mir die ganze Soundpisse hier einfach, ey. Das geht mir, Weiber. So, geh jetzt, komm, weg da, so. So, wollen wir mal gucken? Ja, genau. Meister, endlich habe so lange auf dich gewartet. Ich glaube, der war, was für ein süßes Mädchen. Ich frage mich, was als nächstes passiert? Um das Siegel der legendären Kratos-Karte zu öffnen, werde ich zum exklusiven Kampfmädchen des Meisters. Oh, das klingt toll. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber hübsche Mädchen haben immer recht. Ja. Okay, hier können wir irgendwas drücken. Ja, wie gesagt, das ist, was? Jack! Was soll das sein? Ah, mein eigener Saft. Ja. Kaufen. Dafür muss ich ja 1 Million Euro rein investieren, das Spiel. Hepatitis. Heißt die Hepatitis? Ach nee. Ja. Das sind immer so schöne, griechische Namen. Wunderschön, Boss. Ich will die Flamme meiner Liebe spüren lassen. Ich meine Leidenschaft. Ja. So, Hepatitis. Ja. Jack. Mal kaufen. Da muss man sich bestimmt eine ganze Coins kaufen. Mädchen erhalten. Artemis. Oder Artemis. Ja, klasse. Ich bin Artemis. Hey, hör auf, meine Brüste anzustarren. Hä? Ach, da sind welche. Ja, gut. Tut mir leid. Ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte. So, verlassen. Okay. Aha, hier gibt es noch was, wo ich drücken muss. Bings. So, hey, ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Cam hin soll. Hier vielleicht hin? Ne, sieht kacke aus. Ich denke mal, guck irgendwo weg. Was? Ich werde der Gott, ja, bla bla. Okay, und jetzt? Automat, Shop. Was machen wir jetzt? Hä? Zerstöre die Realität. Kampagne. Ja gut, dann mal los. Wir nehmen uns jetzt die Krise, Neuling. Hier klicken. Teamanordnung gehen. Ah, Poseidon. Okay. Und Hepatitis. Und Artemis. Okay, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Verdammt! Ich habe schon jahrelang nichts mehr von meinem Vater gehört. Nur diese verdammte Kiste. Es ist eine Willkommenszeremonie. Mal sehen, was sich daran befindet darin. Was? Ein Siegel? Das muss Papas Schatz sein. Ja. Und jetzt? Ach, ist das süß. Was geht hier vor? Okay.
Das macht er ganz automatisch, ich mach grad nix. Bibiu. Du hast gewonnen, gehen wir weiter. Okay. Die Musik ist schon mal sehr vielversprechend. Oh, nochmal, da sind ein paar mehr. Bibiu, Bibiu, ziehe das Bild auf ein Mädchen. Okay. Bings. Ach was, sowas kann ich auch. Hier, das. Bibiu. Ich will noch mehr davon. Bibiu. Boah. Krasser Schlüssel. Voll geil hier. Und der kommt mit dem Lolli an. Oh, was mache ich? So, Panzerfrontline. Eine erstklassige Schild für die Gruppe. Mit der Wirbelwirbel kann sie den Palast von zwei Mitgliedern in den Zauberkanone mit tödlichem Schlag nach vorne und magisch verschwindet. Fox, okay. Ja, los geht's. Was? Hier. Ja. Okay. Bibiu. Kamehameha! Kreditkarte, Bargeld, hier komme ich. Was, nur ein versiegelter Beutel? Hä? Na, ich habe mir was Besseres vorgestellt. Nur, du wagst dein Leben dafür zu riskieren, kannst sie öffnen. Okay. Was zum Teufel? Hä? Ich sollte sie öffnen, oder nicht? So, gelevelt. Steht auch so gelevelt einfach. Okay. Ja, Mädchen. Und jetzt hier Poseidon. Was kann ich mit dir anstellen? Was? Ausrüsten. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Was sind das für Bilder? Oh, ich will doch mal gucken, was das für Bilder sind, Mann. Gib mir doch mal freie Hand. Hä? Okay, nochmal Kampagne. Okay, wir sind hier voll mitten in Manhattan in Tokio. So, jetzt mach mal. Hallo. So. Ein Lolli-Zauberstab. Ein Lolli mit einem Stab in der Hand scheint plötzlich wieder, oder was? Hier hat hier, okay. Hier klicken, Teamanordnung zu sehen. Ja, ja, Artemis. Achso, ich muss erst hier drauf drücken. Ja, sind alle schon dabei. Muss ich nichts mehr machen. Der alte Mann versucht sicher, mich auszudrücken. Öffnen. Was? Wie was? Ein Brief? Gefahren immer noch Inneren. Okay. Was zum Teufel? Lass es fallen. Hey, du lausiger Onkel! Ich nehme dir den Brief weg! Na, 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 na! Weil du mir immer meine Laune verderbst, du Arschloch! Wenn du so laut rumschreist, sei mal leiser, gefälligst! Rasputin! Rasputin! Okay. Tut mir leid, dass ich dich so geärgert habe. Aber kannst du mir nicht den Brief zurückgeben, bitte? Alter, ich hab ein pochendes Auge. Ich habe auch eine Bindehautentzündung, Alter, irgendwie. Hölle, nein, ich sehe gerne, wie mich andere bitten müssen. Okay, ich will was Cooles können. Okay, jetzt schießen die automatisch, schießen ab. Okay, geht nicht. Schießen sie ab. Ich will irgendwas töten. Da. Ach, guck mal, das ist hier der Endboss. Aua! Doof! Du kannst mich nicht schikanieren. Nur weil ich klein bin, in meinem kleinen Körper steckt jede Menge Kraft. Nachdem ich mich ein wenig ausgeruht habe, sollte ich zurückschlagen können. Tschüss! Schnell hinterher, Leute! Macht sie fertig! Ja, hier vor die Onkel-Doki, hier voll mit Karat-Anzug, Alter. Geil! Ich will hier mal was voll abschießen! Ich will was Cooles können! Ich kann das nicht drücken, Alter! Das Spiel gibt mir keine freie Hand! Jetzt kann ich irgendwas! Yay! Boah, tschüss, ne? Achso, man muss sich jetzt mal selber skillen? Ja, das ist ja dein Zufallsprinzip nachher alles, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll von dem Spiel. Yeah, mach sie fertig! Zauber verteilen im Mittelfeld, besitzen Flächenschaden, fertige Kanone, zerbrochene Leere, ihre Energie, bla bla. Ja, ja, okay. Oh, Alter. Erinnerst du dich an die Fernseh gezeigte Fertigkeit unterbrechen? Ja. Ja! Klick in Bild, okay. Und jetzt machst du kalt, Alter. Tschubu! Kamehameha! Aua! Es ist beschämend, dass du ein Mädchen angreifst. Du hast mir zuerst meinen Brief weggenommen und nicht mehr zurückgegeben. Rate mal, wer beschämter ist. Hümpf! Da bekommst du ihn halt wieder, nie wieder zurück. Was? Gib ihn her, Mann! So, jetzt haben wir es geschafft. Gewonnen, du bist wirklich kräftig. Dankeschön, ich bin fett, ich weiß. So, hallo!
Lass uns weiterkämpfen! Nein. Lass uns weiterkämpfen? Ich will aber irgendwas mal mit dem Menü und so machen. Boss. Okay. Na dann. Krise der Neulinge, okay. Ja, Alter, hier wird man echt angeleitet. Man muss einfach mal gucken können einfach. Das finde ich ein bisschen doof. Okay. Hey, du Mädchen, gib mir das zurück. Spielzeugmädchen, du bist nicht im richtigen Moment hier. Halte sie für mich auf, ja. Ist das ein neues Spielzeug? Ich will damit spielen. War das Amadeus? Spielzeug? Spielzeug? Warum klingt das so ein bisschen komisch? Was, Meister? Spielzeug? Mit Batterien vielleicht drin? Ja? Okay. Komm, mach mal irgendwas. Ich will sie abknallen. Weint! Nö! Hilf mir her! Nur mal in die Ecke gefurzt. Okay. Ja, mach dir so kalt. Den Rest bewahren wir uns für später auf. Guck mal hier, wir reiten auf dem Panda da hinten. Habt ihr das gesehen, Alter? Auf dem Panda-Bächi. Ach, ist das süß. Hier, damit auch. Genau, Kontrolle, bla bla, Magier, blub blub. Komm, ja. Ist sowieso scheißegal, was da drauf steht. Die ganzen Schüssel ab jetzt hier. Boah, voll ermordet. Rasputin, dann tut mir leid. Dass ich gescheiter bin, weint laut. Okay, Amadeus. Ja. Ich habe bisher nicht mal meine volle Kraft genutzt. Gib mir jetzt den Brief zurück. Nimm ihn. Ich habe gesehen, was drin ist. Und kein Geld. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so darum bemüht habe. Was? Kein Geld drin? Scheiße, eine Karte. Sohn, ich widme mich den Aufbau meiner besseren Welt für die Menschen. Revolutionäre. So. Ich habe die legendäre Kratos-Karte überlassen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dich zu mir führen. Wenn die Zeit reif ist? Warte. Das kann nicht sein. Diese Karte ist kaputt. Mein Vater will nur, dass ich sie repariere. Arschloch. Wer will schon etwas reparieren? Seufzt. Ich mache das zuerst und dann suche ich meinen Vater, um ihn ins Krankenhaus zu schicken. Okay, was für ein netter Sohn, ne? So, ja, wie viele Minuten aber rum? Ach, guck mal, 10 Minuten. Leute, dann lassen wir es erstmal so sein. Und wir sehen uns erstmal wieder in der nächsten Folge. Wenn überhaupt, ich weiß nicht. Was haltet ihr von dem Spiel? Das ist der Hammer, wie die redet, ne? Inka, manchmal auch leiser sein. Und ja, gut, liebe Leute. Wollt ihr Inka mal sehen, wie sie hier genervt guckt? Ich hab überhaupt nichts gesagt oder getan. Du bist voll am Poolen und so, ne? So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und ja, schreibt was in den Kommentar, was haltet ihr von diesem witzigen Spiel? Und ja, wir sehen uns halt wieder nochmal in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben und tschüss, Freunde.